Hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von Sakrater Nacht der Engel mit der Sammler Edition. Wir, das sind Francesco und der Vito von den Funk Junkies und wir machen weiter. Spiel das Hauptspiel. Ich habe gespeichert, ich weiß es, ich habe es gespeichert. Es sollte weitergehen und es geht auch weiter. Alles klar. Wir haben ja hier nichts mehr so gefunden, außer hier, was wir noch nicht machen können. Ja, wir waren hier, wir haben ja aufgehört. Ach, das ist diese Rezeption, sieht genau anders aus jetzt. Genau, und dann haben wir die Tür schon geöffnet und ich glaube, ich brauche das Licht auch gar nicht mehr, weil die Sonne wieder kommt, wie ihr vielleicht sehen könnt, wahrscheinlich nicht. Wir gehen einfach mal weiter nach draußen. Schön die Blätter. So, was haben wir denn hier bei der Kanone? Da hat was geglitzert, aber das sieht eben einfach nur aus wie eine Kanone, wo man später was reintun kann. Wahrscheinlich findet man irgendwie eine Kanonenkugel. Weil jetzt kann man hiermit nichts machen. Ja, bestimmt. Ich glaube, Molekülteil können wir ja, hiermit nicht viel anfangen. Erstmal so ein bisschen absuchen. Auf alle Fälle kann man hier in eine Stadt gehen, wie es aussieht. Ich geh erstmal hier drauf, vielleicht kommen wir auf den Platz. Ja, wollen wir uns erstmal auf dem Platz Ausschau halten? Ich habe gedacht, dass man hier vielleicht was findet. Was ist das für eine Statue? Das ist so ein Mann, der sein Bein irgendwo aufgestellt hat. Auf Erdkugel. Ja. So, da haben wir was. Leid und Schmerz öffnen die Tür können die Tür zur Heilung öffnen. Versuchen Sie Dr. Morbillis neue innovative Behandlung. Erneuern Sie Ihren Geist noch heute. Und wie immer habe ich immer den Timer vergessen. Das wollen wir natürlich schnell starten, machen. Nachholen, Timer machen wir jetzt auf keine Stunde, sondern ungefähr 13 Minuten Start. Erneuern Sie Ihren Geist noch heute. Dann wollen wir es mal machen, ne? Jawohl. Wollen wir hier erst hin oder erst zur Kirche? Zur Kirche. Boah, zur Kathedrale, glaube ich, hier. Zur Kirche. Oh. Erstmal hier lesen. Ui, was haben wir denn da? Eine Krone. Und gleich schön wieder was Schönes. Oh, guck mal hier. Das ist auf alle Fälle, sieht zumindest aus wie ein Engel. Dann haben wir hier einen Teufel. Hier haben wir auf alle Fälle so eine Art wie eine Krone hat da auf. Und hier schön ein paar Münzen. Das Vollmondritual. Unsere Vorfahren waren davon überzeugt, dass das mit Abstand gefährlichste magische Ritual überhaupt war. Viel gefährlicher als Gläserrücken und Charlie, are you there? Ja gut, hier viel kann man hier nicht mehr machen. Außer das Lesen. Hier haben wir nochmal sowas. Wimmelbildheim. Oh, Wimmelbildheim. Dann haben wir hier einen Fisch. Wo? Irgendwo. Haben wir hier eine Schere? Nee, ja, da haben wir keinen Fisch. Hier ist ein Papagei. Dafür braucht man irgendwas mit dem Käfig. Der Käfig hat keine Tür. Wie soll ich den Papagei schnappen? Mit der Schere geht schon mal nicht. Note habe ich. Ich habe einen Notenschlüssel, glaube ich, gerade gesehen. Haarschleife. Eine Schlange. Oh, Entschuldigung. Hier haben wir eine Schlange. Ein Geigenbogen. Was ist das? Ein Chamäleon ist das? Hier haben wir einen Fliegenpilz. Eine Trompete. Ach, hier, man kann das auch sägen, glaube ich. Ja. Da haben wir eine Säge gefunden, zufälligerweise. Papagei, wuhu. Eine 4. Hier ist eine 4. Das macht 9 Euro, bitte. Eine Haarspange. Hier haben wir ein Fernglas. Was ist das denn?
Schraubenschlüssel brauchen wir nicht. Schlüssel. Aber wir brauchen Schlüssel. Hier haben wir einen Geigenbogen. Einen Schlüssel brauchen wir nicht. Eine Münze auch nicht, aber da ist eine da oben. Wir brauchen einen Gürtel. Die Münzen können wir auch einsammeln, oder nicht? Sind das irgendwie so sammelbare Objekte? Da oben? Über dem Glaskasten? Nee. Bei also wenn man hier... Also bei Wimmelbild, so wie jetzt, geht das nicht. Wo man ja so was suchen muss. Ansonsten geht das. Einen Trichter brauchen wir nicht. Ja, warum? Man muss halt so Dollars suchen oder so zum Beispiel. Irgendwie oder Schmetterling. Sowas. Schmetterling, keine Ahnung. Ja, aber nicht in diesem jetzt. Das nee. Wer gesagt bekommen. Was war das? Oh, ich habe einen Federball gefunden, zufälligerweise. Ein Fächer habe ich hier gesehen. Gewicht. Oh. Wenn du was Schweres, ich sag Bescheid. Ein Gürtel habe ich gefunden. Ein Korkenzieher. Eine Note. Ein Knopf. Das ist... Oh Gott. Ja, das sind schwierige Wimmelbilder. Vor allem, weil es blendet. Gerade irgendwie so, es blendet von der Sonne, es blendet von der Lampe. Hier ist ein Knopf. Alles klar, wir haben nur noch 7 übrig. Eine Haarschleife. Habe ich gefunden. Eine Haarspange. Ja. Eine Haarspange, wo? Die brauchen wir. Achso, brauchen wir. Stiefel. Sag das doch gleich. Ich dachte, das wäre irgendwie ein besonderer Stiefel. Ich sehe eine Schere, aber die gehört leider nicht mehr zum Wimmel. Spatel brauchen wir nicht. Nee. Ein Korkenzieher. Also ich finde Wimmelbildspiele hier immer cool. Aber gerade ist es echt irgendwie so ein bisschen Tortur. Man muss die Augen so zusammenkneifen, dass man überhaupt noch was sieht. Das ist eine Trillerpfeife, aber auch nichts anderes. Und dann blendet das, dann kneift man seine Augen so zusammen und dann tut das noch mehr weh. Ist halt irgendwas so da auf dem Haus? So? Ein Fisch. Ah! Den brauchen wir noch. Oh. Das könnte eine Schleife sein. So ein Haarband. Haben wir. Wie bitte? Wahrscheinlich fertig. Ah. Ja, zum Glück sind die nicht. War das kein Ohrring? Ja, zum Glück kein Ohrring. Spange, Note und Gewicht. Ich direkt eine Note gesehen. Wahrscheinlich habe ich nur gedacht. Ist aber an der Wand? Nee. Eine Note, hier haben wir so eine Blume. Sind das da Noten? Nee. Ist das vielleicht irgendwas, was man brauchen könnte? Wo hier? Hier. Das? Ja. Nee. Hätte ja sein können. Oh. Ansonsten drücke ich auf Tipp. Meine Hoffnung, dass wir den etwas finden, was wir nicht vielleicht finden. Ach, da ist die Note! Gott! Im Innen der Wand! Soll man das sehen? Was ist denn? Also, wir haben hier oben so ein Fernglas und noch sowas anderes. Da, das Ding da, als Korkenzieher. Gewicht, hier. Aber soll denn hier ein Korkenzieher sein? Was bist du? In dem Blechergewirr kann ja vieles sein. Eben. Hier haben wir einen Fliegenpilz, hier ein Chamäleon, eine Schere. Dann ist das so eine Spinne oder sowas. Hier haben wir nochmal so eine großen Schere. Hier so ein Horn. Haarspange. Haarspange. Wird wahrscheinlich hier zwischen irgendwo sein. So, ich will mein Bild kenne. Ja.
Was? Das ist der Korkenzieher. Och, ich habe sogar einen Hammer. Ist der Hammer. Ist ja der Hammer. Nur eine Haarspange. Ist bestimmt irgendwo in irgendeinem einer haarähnlichen Struktur. Eine Haarspange kann ja beliebig aussehen wie irgendwas. Eben. Ein Chamäleon-Helm. Ich würde auch sagen, dass es irgendwo hier so ist. Das ist eine Haarspange. Ich hab's für eine Bürste gehalten. Gott. Ich habe so eine Haarspange gedacht, so sowas zum Klemmen, weißt du? Hm. Oh, wir haben nee, ja, ja. Wir haben einen Korkenzieher so zum Benutzen gefunden. Das heißt, wir haben jetzt hier bis auf den Eintritt alles gemacht. Das heißt, wir werden jetzt schauen, was diese Türen so hinter sich verbergen. Ein Rätsel. So. Ach, da muss man wahrscheinlich die Krone drauf tun. Nee. Ach, den? Nee. Ich bin verwirrt. Fresse. Krone vielleicht hier drauf? Nee. Doch. Nee, doch. Und jetzt? Ein Korkenzieher irgendwo hin? Sieht aus wie ein Ritter, das heißt, wir brauchen ein Schwert. Na, müssen wir nochmal gucken. Die muss auch was halten und der vermisst seine Juwelen. Das heißt, hier kommen wir erstmal nicht weiter, dafür müssen wir erstmal suchen. Ah, hier ist noch was. Ein Spezialobjekt. Aha. Wusste ich doch, das ist. Ja, stimmt, Spezialobjekte sind ja die, die sich immer ändern. Stimmt, genau. Also ein Ritter braucht garantiert so ein Dingsens, was Fantasien brauchen. Ja, steht doch in diesem Buch da, was wir gefunden haben. Echt? Hier da vorne, genau in dem. Denke ich mal. Unsere Vorfahren waren davon überzeugt, das ist Ritual. Einer von denen muss es dann doch sein, oder nicht? Oder ist ein Ritter mit bei? Dann wäre es. Nee, aber ich sehe so ein Dolch. Vermutlich werden wir das im Laufe der Zeichen noch finden. Und wir sagen, gehen wir erstmal zur. In der Stadt rein, ne? Genau. Und wenn wir hier gucken, ob hier noch irgend so ein Spezialobjekt irgendwie so sein könnte. Hier, das oder so ein. Da, Punkt. Juwelen! Das sind nicht Juwelen. Aber das ist nicht. Das ist, man sollte es ihm aus dem Schnabel schlagen. Das ist noch was hier, so ein Zettel, genau. Oder? Haben wir schon gelesen. Oh. Aber der Rabe hat auf alle. Die Krähe hat auf alle Fälle irgendwas im Schnabel, nur wir müssen. Ja, im Feuerlöscher schon Molekül hat nochmal Spritze und kommen sie, kriegen wir nicht. Hier haben sie gerufen. Ja! Was haben wir denn hier? Was zum Nehmen? Reisapfel, den könnten wir gebrauchen. Oh, die ja. Neuen Doktoranten. Doktoranden. Promoviert 1976. Maria de la Croix Vito Mobile und Miralda Avidus, der König und die Königin in der Schulball und die Klassensprecherin. Alles klar, gut zu wissen. Das heißt, ich gehe nochmal eben kurz zurück. Wahrscheinlich werden wir nämlich hier das ein los. Das heißt, uns fehlen noch zwei Sachen, was sehr gut ist. Das heißt, wir gehen zurück in der verbleibenden Zeit von wenigen Minuten wahrscheinlich. Von einer Minute, halt die Fresse. Das heißt, das Wimmelbild machen wir später, also nicht heute. Wir gehen erstmal hier gucken. Ich nehme an, Kulte wollen auch mal ihren Spaß haben. Dr. Morbile lädt sie zu der Nacht der Engel ein. Maskenkarneval tanzt, Magie, Exotismus, die Nacht, das Hauptereignis des Vollmondrituals. Was wir schon mal gehört haben. Oh ja. Hier haben wir das Schwert. Das heißt, uns würden jetzt nur noch etwas fehlen, womit wir den Kraben, die Krähe, die Juwelen klauen können. Und ich würde sagen, wir beenden die Episode. Natürlich werde ich angerufen, obwohl ich immer runterschreie, ja, ich komme.
Meine Güte. Wir beenden jetzt die zweite Folge. Wir sehen euch dann in der dritten Folge hoffentlich wieder. Dann machen wir weiter mit diesem Gebilde. Das heißt, wir werden versuchen, dem Graben der Krähe die Juwelen zu entreißen. Und wir werden das eine Wimmelbildspiel noch weiter machen, was wir noch haben. Und ich würde sagen, wir sehen euch dann wieder in der dritten Folge, nächste Woche Mittwoch, mit der dritten Folge von Sacra Terra, Nacht der Engel. Oder die Nacht der Engel, wie man auch immer will. Wir, das sind Francesco und der Vito von den Funky Junkies. Und wir sehen euch dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut und Peace out. Tschüss. Bye, bye.